An bestimmten Stellen, und zwar den gleichen wie in den Lebensmitteln, reagiert Licht mit Materie und macht Plastik kaputt. Die berühmte Alterung, ja, wenn Sie das draußen stehen haben, dann wird das irgendwann braun und bröselig. Und mir hat sofort eingeleuchtet, dass das, was das, die tote Materie zerstört, im Lebenden eine andere Funktion hat. Also mit anderen Worten, diese Wechselwirkung mit Licht ist ja die Grundlage dieser Ernährung oder eine der Grundlagen dieser Ernährung. Und das war für mich, wie gesagt, sofort vollkommen nachvollziehbar. Und der zweite Schritt war dann, ich habe es dann ausprobiert, hat uns sehr gut geschmeckt. Und dann ist ein Ernährungskonzept rumgegangen und diese Dame Lichtküche ist entstanden eben, dass wir gesagt haben, okay, ich habe begriffen, es geht um die Würdigung der Fette, Schwerpunkt Leinöl, also ungesättigte Fette, Omega-3, Schwerpunkt Leinöl, um eben wieder dem Körper die Grundlage zu geben für wichtige Stoffwechselprozesse und für wichtige Zellbausteine. Und so ist das ganze Konzept praktisch entstanden. Das ist heute ein Ernährungskonzept mit eigenen Produkten, wie Sie sehen, mit Vorträgen, mit 2, 3 Büchern dazu. Also ein Büchlein ist einfach nur Rezepte, deswegen sozusagen quasi läuft es unter Heftchen, ja. Deswegen das 2,3, ja. Und, oh, jetzt läuft's, wunderbar. Und ich kann einfach steuern. Ja? Ach, mit den Pfeilen. Okay, weil ich den erweitert, okay, gut, okay, man lernt die aus, danke, wunderbar, hervorragend. Also, wie Sie sehen, Diplom-Ingenieurin habe ich erklärt, Lichtküche, wie gesagt, ist hier nicht esoterisch zu verstehen, sondern mit Quanten und, wie gesagt, es ist ein Ernährungskonzept, was vor allem die Fette und Öle wieder berücksichtigt mit Schwerpunkt der Omega-3 als Basis für die Körperbausteine. Jetzt die Aufgaben der Nahrung aus unserer Sicht. Das eine ist, Nahrung soll den Körper aufbauen. Wenn ich einen Apfel oder eine Leberkassemmel esse, dann haben sie ja hinterher nicht so kleine Bröckchen, wo dann die Bäulchen rausstehen und da wird dann langsam im Körper integriert, sondern aus dem, was sie essen, wird ihr Fleisch und Blut. Wenn ich einen Apfel esse, wird da Luzi draus. Ja? Also mit anderen Worten, der Körper wird durch unsere Nahrung, er zieht da Bausteine raus und wird da erneuert. Er soll aber auch repariert werden, wir sind ja ein selbstreparierendes System. Und natürlich wollen wir Energie draus ziehen. Ja, also der ganze aufbauende Teil. Und das zweite ist, der zweite ganz große Bereich ist, wenn die Zelle sich erneuert hat, muss sie sich auch reinigen können. Das heißt, Nahrung sollte auch den Körper in die Lage versetzen, dass er eben sich putzt. Und das ist der zweite ganz große Aspekt. So, schauen wir uns das an, und zwar am Beispiel der Haut um die Zellen, der Zellmembran. Diese Zellmembran hat eine ganz wichtige Funktion und wir haben im Körper 100 Billionen Zellen, das ist eine Zahl mit 13 Nullen. Zum Vergleich, eine Million hat 6 Nullen und jede Zelle hat pro Sekunde ca. 100.000 Stoffwechselvorgänge. Und mit guter Nahrung laufen diese 100.000 Stoffwechselvorgänge eben korrekt ab und wenn ich eben nicht wirklich gute Nahrung habe, dann habe ich ein ganz großes Problem. Diese Nahrung heißt, mir fehlen Bausteine und das heißt, diese 100.000 Stoffwechselprozesse laufen anders ab. Ja, die laufen gleichzeitig nebeneinander ab. Das ist nicht so kleine Reagenzgläschen, mal eins, mal ein anderes, sondern das sind gleichzeitige Prozesse. Und wenn ich eine Sache rausnehme, verändert sich alles. Ja, deswegen ist es wichtig, vollständig zu essen. Das bedeutet auch, dass praktisch pro Sekunde dann 100.000 Nahrungsbausteine auch die Zelle finden müssen und in der Zelle auch wissen, was sie zu tun haben. Also eine unglaubliche logistische Leistung, die unser Körper da vollbringt. Und wenn man jetzt anschaut, die Zelle, wie gesagt, nochmal verdeutlicht, die Zelle hat eine Haut, aber diese Haut ist auch um den Zellkern, die ist natürlich auch um die Zellorgane. Und diese Zelle, das bedeutet, es muss etwas rein, Nahrungsbausteine, Vitamine, Mineralien, Wasser muss rein. Es muss aber gleichzeitig auch die Intelligenz haben zu sagen, ja, Viren, Bakterien sollen draußen bleiben, Parasiten, da muss es dicht machen. Also diese Membran ist eine Intelligenzform sozusagen. Sie weiß auch wieder, jetzt ist genug drin, jetzt darf ich aufmachen, jetzt muss was raus. Also Nahrungsbausteine gehen ja auch wieder raus. Das heißt, also Energiebausteine und solche Dinge gehen ja auch wieder raus. Und die Zelle muss sich selbstverständlich auch reinigen können. Also da passieren eben sehr viele verschiedene Prozesse. So. Wie ist jetzt so diese Zellmembran aufgebaut? Die Zellmembran baut sich auf aus einer Seite, Sie sehen die blauen Kugeln, das ist also Eiweiß, und Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind diese ganz berühmten, inzwischen in aller Munde, Omega-Fettsäuren. Und viele denken, ja, ich esse ja gesund, ich esse ja Olivenöl, ich esse ja Sonnenblumenöl. Ja, wunderbar, das ist Omega-6 oder Omega-9, aber eben nicht Omega-3. Und wie Sie sehen, wir brauchen doch einen erheblichen Anteil an Omega-3,
Also wenn man jetzt schaut auf der Ding, also Sie haben eins, also auf ein Teil Omega-3 sollten drei Teile Omega-6 kommen. Das wäre ideal. Ideal wäre 1:2, wäre auch noch gut. 1:4 ist auch noch in Ordnung. Ab 1:5 hat man in Studien festgestellt, nimmt die Fähigkeit des Körpers für bestimmte Stoffwechselprozesse ab. Also zum Beispiel die Neigung zu Herzerkrankungen nimmt ab 1:5 schon messbar zu. Die meisten Mitteleuropäer liegen aber deutlich, deutlich woanders. Und wenn Sie schauen, einem gesunden Stoffwechsel 1:2 bis 1:4, und man weiß, gerade Menschen, die zum Beispiel jetzt sich scheinbar biologisch ernähren, die also sagen, ich esse Körner, ich esse kein Fleisch mehr, ich esse, weil ich bin absolut gegen Vegetarier, also absolut für biologische Ernährung, absolut für vegetarische Ernährung, aber richtig. Und die Körneresser, wie gesagt, so gut es gemeint ist, essen dann oft sehr Omega-6-lastig und haben gerade die oft sogar Werte bis zu 1:50. Das heißt, nur noch ein 50stel unserer Zellmembran ist aus Omega-3 aufgebaut. Und das führt dazu, dass sich eben, dass der Stoffwechsel geschwächt ist, diese berühmten Geschichten Burnout, Müdigkeit, nicht mehr so belastbar, die Infektanfälligkeit, alles das hängt an diesem Omega-3 sozusagen Ausgleich mit dran. Wenn da ein Mangel ist, dann können wir ansonsten essen, was wir wollen. Wir können es nicht verstoffwechseln. Schlaf, Hormonstörungen neigen zu Entzündungen und vor allem, man weiß inzwischen auch zweifelsfrei, viele chronische Erkrankungen, viele schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Krebs, hängen ganz elementar mit dieser Basis zusammen. Schauen wir uns jetzt mal Leinölquellen an, also beziehungsweise Omega-3-Quellen an. Sie sehen, von den pflanzlichen Quellen ist das Leinöl mit Abstand das Öl, das am meisten hat an Omega-3. Das hängt zwar sehr von den Witterungsbedingungen ab, mehr Sonne heißt einfach mehr Omega-3. Wir geben zum Beispiel 54% ALA in unserem Leinöl an. Das ist aber auch wiederum ein Wert, den wir einfach über das Jahr immer garantieren können. In der Regel liegen wir weit darüber. Ja, bloß wir sind einfach so fair, wir geben nicht den Mittelwert an, so nach dem Motto, naja, ist ab und zu auch drunter, sondern wir geben bewusst den untersten Wert an. Tatsächlich haben wir in der Regel sogar über 60%. Und alle anderen haben auch, wunderbar, wie gesagt, Sonnenblumenöl, sehen Sie, Kürbiskernöl haben ganz wenig. Butter kann bis zu 5% haben, wenn denn die Kühe draußen sind und sich ihr Futter selber suchen, also praktisch Licht, Luft, Sonne bekommen. Sehen Sie, in den Fischen ist jetzt so viel, also ich erkläre gleich, wo der Unterschied zwischen ALA und EPA ist, ist auch ein Omega-3, ist also so viel auch nicht drin. Wir brauchen von diesen anderen Omega-3s gar nicht so viele, das erkläre ich gleich noch. Aber wir brauchen, ich sag, Basis. So, was ist jetzt das ALA? Das ALA ist die Alpha-Linolensäure, das ist die kürzeste Omega-3-Form, das ist die pflanzliche Form. Der Körper braucht aber mehrere Omega-3-Formen, eben auch das sogenannte EPA und DHA. Es gibt noch wesentlich mehr, das sind jetzt einfach die erforschten, die wirklich wichtigen. Man entdeckt immer wieder, dass andere auch wichtig sind. Beziehen wir uns jetzt mal auf die. Und der Körper kann aus dieser ALA, aus dieser pflanzlichen, wie sie im Leinöl vorkommt, alle anderen bilden. Er kann übrigens auch die Omega-6 bilden, er kann auch Omega-9 bilden. Geht alles, wenn er einmal am Tag genug bekommt. Genug von dem ALA, weil diese Enzyme demokratisch sind. Das heißt, der mehr da ist, der mehrheitlich da ist, der bekommt sie. Wenn ich also mehr Omega-6 esse, dann bekommt es halt Omega-6. Das heißt, ich kann dann zwar Omega-3 essen, wie zum Beispiel im Rapsöl, oder da habe ich halt mehr Omega-6 als Omega-3. Natürlich wird auch ein kleiner Teil umgebaut. Wenn ich aber bereits einen Mangel habe, reicht das nicht mehr. Ich brauche einmal am Tag einen großen Überschuss, um meine Mängel aufzufüllen. Den Rest des Tages kann ich ja wieder hochgesunde Öle, Kürbiskernöl, Olivenöl und so weiter essen. Das ist alles wunderbar. Nur einmal am Tag brauche ich diesen Überschuss, um die Omega-3-Reserven aufzufüllen. Jetzt werden manche sagen, naja, einen Teil kann ich nicht umbauen. Es ist tatsächlich so, ich kann es nicht zu 100% umbauen, aber aufgrund der Mengen, die wir empfehlen, ist sozusagen das, was ich brauche, wird aus dem herausgezogen und den Rest kann der Körper anders verwerten. Also, ganz wichtig ist auch, dass genug Lecithin drin ist. Weil Lecithin ist eine Grundlage, dass der Körper das umbauen kann und auch in die Zellen dann einbauen kann. Also wie gesagt, in der Zellmembran, dass das verbaut werden kann. Also alle Öle, die entlecithiniert sind oder aus raffinierten Produkten heraus, sind Raffinationsprodukte, also zum Beispiel auch viele Fischöle, sind entlecithiniert und können damit in der Zellmembran gar nicht verbaut werden. So, warum hast du jetzt, ach so, jetzt ist ja dann unterstrichen, okay. Also das ist jetzt ganz wichtig, genau, das war jetzt eine animierte Variante. So, und ganz wichtig ist auch der Frischegrad. Wenn das ALA nicht frisch genug ist,
Jetzt auch. Wenn das nicht frisch genug ist, dann kann es nicht umgebaut werden, und zwar ganz einfach. Ein Alter spielt beim Leinöl eine große Rolle, bei allen Omega-3-Produkten eine große Rolle, weil sie oxidieren, und alles, was oxidiert ist, kann der Körper nicht mehr umbauen. Schauen wir jetzt den Vergleich an. Ein raffiniertes Öl wird über 200 Grad erhitzt. Und ich gehe jetzt schon von einem schonenderen Raffinationsprozess aus. Einer der größten Probleme ist, die Omega-3-Fette bilden vor allem das Pflanzliche ab 40 Grad sogenannte Transfette. Ein Cis-Fett, ein gesundes Fett, hat eine Form wie so ein Bogen, ja, wie so ein C, ne, auf die Nase gelegtes C. Und wenn Sie das über 40 Grad erhitzen, macht es das hier. Und das ist ein Transfett. Immer noch selbe Chemie, nur andere Form. Und wenn Sie sagen, na ja, so schlimm kann es doch nicht sein, ist doch dieselbe Chemie, dann versucht man mit einem verbogenen Schlüssel Ihr Schloss aufzusperren. Mit anderen Worten, es funktioniert im Körper nicht. Für den Körper ist das eine Schlüsselform und eine andere Form erkennt er nicht. Oder noch schlimmer, er erkennt es, aber kann damit nicht weiterarbeiten. Mit anderen Worten, das Schloss ist blockiert. Sie haben den Schlüssel reingesteckt, wie bei vielen Enzymen, und dann wird nicht weitergearbeitet. Mit anderen Worten, der Körper ist durch Transfette blockiert. Und das ist nur eine der harmloseren Wirkungen. Darüber einen anderen Vortrag, der heißt Ölwechsel fürs Leben. Da erzähle ich mehr über Transfette und Fette allgemein. Ganz wichtig ist auch der natürliche Vitamingehalt, Lecithingehalt. Warum ist Vitamine, brauche ich nicht drüber reden, das weiß man, aber warum ist Lecithin so wichtig? Wie gesagt, natürliche Lecithine brauche ich, damit ich überhaupt die Zellen bilden kann. Ohne dies Lecithin kann ich die Omega-Fettsäuren zum Beispiel gar nicht in der Zellmembran vernünftig einbauen. Dann muss ich es mir irgendwo aus dem Körper wieder stehlen, dann fehlt es mir woanders. Ganz wichtig ist auch das Cholin. Cholin ist ein Bestandteil des Lecithins, den ich brauche, damit Nerven und Gehirnzellen vor allem miteinander reden. Ohne Cholin, praktisch Verblödung. Ja. Choline bekommen zum Beispiel Alzheimer-Patienten, die lang genug entlecithinierte Öle gegessen haben. Ja. Also mit anderen Worten, wenn ich genug gute, frische Öle esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hirn auch bis zur letzten Sekunde richtig gut arbeitet, relativ groß. Und vor allem für Kinder natürlich ideal. Ne. Cholin heißt ja auch Konzentrationsfähigkeit, Cholin-Lecithin heißt Konzentrationsfähigkeit. Das heißt also, die Fähigkeit von Kindern, sich zu konzentrieren und entsprechend dann auch zu lernen, ist natürlich ganz anders. Raffinierte Öle sind häufig lösungsmittelbelastet. Ja, nicht unbedingt zwangsläufig alle. Es gibt inzwischen schonendere Verfahren, aber sie sind in der Regel sehr häufig lösungsmittelbelastet. Und zwar in Dosen. Also ich habe mal eine Reinigungsanlage gesehen, was da rauskommt, wenn man so 1000 Liter durchlaufen lässt. Und ich habe da so einen Liter von dem Zeug da drin. Und das ist hochtoxisch. Das muss also unter besonderen Dingen entsorgt werden. Und das würden wir normal mitessen. Ja, also sehr appetitlich. Dann, wie gesagt, frisch sollte es sein. Durch die Raffinationsprozesse werden die Öle haltbar. Das Frage ist, ob unser Körper die dann noch erkennt. Ja, Haltbarkeit heißt eine Veränderung, also feinste Veränderung der Chemie, aber trotzdem, es ist eine andere Chemie, der Körper erkennt es nicht mehr. Sie sind oxidiert, also mit anderen Worten, da ist Sauerstoff schon dran, sie stehen dem Körper eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung. Das ist wie wenn Sie ein Taxi bestellen, es ist voll, ja. Volles Taxi, Sie bezahlen es, aber es nützt Ihnen nichts mehr. Ne? Und vor allem die Kaltgepressten können nach wie vor diesen Wechselwirkung mit Licht, können sie nach wie vor durchführen sozusagen, das passiert im Körper noch, während die Raffinierten tatsächlich Stoffwechselprozesse regelrecht blockieren können. So, böse Fette kommen vor, zum Beispiel in konventioneller Fertignahrung, Fastfood, in Frittierten. Also mit anderen Worten, es sind Transfette, es sind gehärtete Fette, aber auch alle raffinierten Fette. Ja? Sie werden sagen, was darf ich da noch essen? Sie werden sich wundern, was es dann alles noch Leckeres gibt. So, Qualitätskriterien, wie produzieren wir das? Wir verwenden also eine biologische, zertifizierte Goldsaat, Goldleinsaat. Goldleinsaat deshalb, weil da der Säuregehalt, der Blausäuregehalt deutlich geringer ist. Dann wir legen sehr großen Wert darauf, dass das aus Cadmium gering belasteten Gebieten ist, deswegen auch in der Regel nicht aus Deutschland. Wir sind also einfach durch die Tschernobyl-Katastrophe damals einfach ein mit Schwermetallen doch in weiten Regionen belastetes Gebiet. Und das heißt, dass wir also einfach nicht hundertprozentig sagen können, wo liegt es und wo nicht. Und bedeutet einfach für die Mengen, die wir schon produzieren, dass wir das nicht, also dann garantieren können, dass es cadmiumfrei ist oder arm ist. 100% kann man es heute nicht mehr rausnehmen, dazu ist die Globalisierung inzwischen zu weit gegangen. Aber auf jeden Fall achten wir darauf, dass wir also weit jenseits der erlaubten Grenzen bleiben. Und dann ganz wichtig ist, kalt und schonend gepresst, wenig Druck, ohne Sauerstoff, ohne Licht. Dann eben auch eine Filtration im Vakuumverfahren.
also nicht mit Druck, sondern wirklich mit ganz sanftem Zug sozusagen. Dann ganz wichtig ist auch das Abfüllen in dunkle Flaschen und der Stickstoff, um auch wieder die Oxidation des fertigen Öls zu minimieren. Auch die Zeit vom Pressen bis zum Abfüllen vergehen ist bei uns unmittelbar. Also das ist sozusagen Pressen, Filtrieren, Abfüllen ist bei uns ein Prozess. Ja? Und dann eben direkter Versand. Das heißt also, der Weg von der Pressung bis zu Ihnen, bis zum Verbraucher, bis zum Therapeuten ist minimiert. Das ist also bei uns ganz wichtig. Und vor allem in Geschäften sorgen wir halt auch dafür, dass die Flaschen dunkel gelagert werden und dass sie vor allem auch gekühlt gelagert werden. So, Leinöl im Alltag. Wir haben also die Möglichkeit, es als Frühstück zu essen. Man kann es pur zu warmen Speisen essen. Man kann es in einer Mischform, wir nennen das Luxusschmalz, das ist also ein gesättigtes Fett, ein gutes, sehr hochwertiges Kokosfett mit Leinöl dazu. Das ist also eine Rezeptur, die wurde von einer Chemikerin und Physikerin, der Dr. Budwig, wurde die in den 50er Jahren schon entwickelt und ist sehr stark entgiftend. Wir nennen es Luxusschmalz. Und wie gesagt, wir haben ja bei uns gleich um die Ecke am Stand, die meisten habe ich auch schon gesehen, Halle B, Stand 16, haben wir laufend auch Verkostungen, wo Sie sehen können, wie das Ganze schmeckt und funktioniert. Jetzt muss ich bloß einen recht unhöflichen Blick auf die Uhr werfen, aber ich glaube, ich bin gut im Zeitplan noch drin. Jetzt, der zweite große Punkt war ja die innere Reinigung. Und was ganz wenige wissen, wir brauchen eben die Omega-Öle als Hilfe, um den Körper überhaupt reinigen zu können. So.